Ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Ja, ihr da draußen konntet entscheiden, welches Let's Play, juhu, ich Let's Playen darf, Let's Playen soll. Und ich habe natürlich gesagt, egal was von diesen 5 Let's Playen, die ich jetzt hier nochmal kurz an- oder aufgreifen werde, schnell zur Vervollständigung. Ich werde Let's Playen. Also das ist mir egal, ob Speedreams, OMSI, Outlast, World of Tanks oder World of Warships. Outlast hat keinen Stern bekommen oder keinen Punkt, besser gesagt. World of Tanks hat einen Punkt bekommen. World of Warships nicht. Was noch? Dann, genau, Speed Dreams hat 2 Punkte bekommen. Und OMSI hat auch 2 Punkte bekommen. Und ich hab mir dann so überlegt, soll ich jetzt keins machen oder soll ich doch eins machen? Und ich habe mich entschieden, ich mache doch eins, weil ihr habt gewählt und ich habe mir gedacht, soll ich jetzt beides aufs Mal Let's Playen in einem Splitscreen? Nee, das wäre erstens mal wär die Stimme zu durcheinander. Nein, ich habe mir überlegt, ich lade auch dieses Wochenende OMSI hoch, wo wir sind, welche Linie wir fahren und wohin es geht und wie lang die Route ist, werde ich euch gleich noch erzählen. Und ich habe mir dann auch gedacht, nächste Woche mache ich Speed Dreams. 1 bis 2 Folgen. Kommt drauf an, je nachdem, wie lang die Route ist und wie lang die Route sein wird. So, zuallererst mal, wo sind wir hier? Wir befinden uns hier im wunderschönen Mainz. Ja, wir sind hier im wunderschönen Mainz. Und du, Kollege, wartet erstmal. Ich bin hier vor. Ich habe Vortritt. Mit dem wunderschönen Möbel Martin Besserleben in Mainz, direkt bei der, jetzt wollte ich gerade sagen, bei der Köln-Messe. Nein, bei der Mainzer Messe natürlich. Und, ja genau, schon warten. Und ich fahre heute die Linie 69 von der Fachhochschule. Oho, Coffee Arena. Jo, kein längstes Arena, nee, nicht wirklich. Von der Fachhochschule in Richtung Hauptbahnhof. Die Fahrt geht circa 10 bis noch 15 Minuten. Ich denke mal, mit dem, was ich jetzt noch gesagt habe, würde das Video bei etwa 20 Minuten lang sein. Mich würde auch mal interessieren, ich weiß, die Frage stelle ich oft, aber es geht mir wirklich darum, auch herauszufinden, ja, bei welcher Länge ist bei euch die Grenze erreicht. Ich habe mir überlegt, wenn die Strecke zum Beispiel, gibt es eine ganz, ganz schöne Strecke, die Linie, ich glaube 68, die, ich weiß es nicht mehr, von A nach B fährt sie auf jeden Fall quer durchs Land in Mainz, und die wollte ich auch Let's Playen, also auch die Linie. Allerdings geht die Strecke fast 2,5 bis gute, ja, circa, je nachdem wie lange ich brauche, 3 Stunden. Und ich will euch aber fragen, soll ich das Ganze am Stück aufnehmen oder findet ihr das viel zu lang? Also schreibt einfach unten mal in die Kommentare, was möchtet ihr gerne. Ich weiß, ich habe es oft in meinen Let's Plays gefragt, aber ich frage einfach immer wieder gerne, weil ich einfach immer wieder so unsicher bin, ja, passt es für euch und findet ihr es okay und so weiter und so fort. So, deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, eh die Bordspannung an, wirst du wohl angehen. Ja, jetzt haben wir natürlich noch genau die Scheibenwischer angemacht. So, dann eben den Motor. Mal gucken, jetzt müsste er eigentlich aus sein. Hoffen wir es. Oh, ein ganz schöner Bug. Nett. Auch mal wieder ein Update fällig. So. Dann tun wir erstmal Linie Kurs. 69. Genau, jetzt wählen wir erstmal noch unseren wunderschönen Fahrplan hier aus, bevor ich überhaupt irgendwas machen darf, kann, wie auch immer. Genau, das wird die hier. In 31 Minuten geht's los, das heißt, wir stellen die Uhr schon mal vor. So, das lädt jetzt gerade hier ein bisschen. Das kann einen kleinen Moment dauern. So. Ja, da würde ich mal sagen, keine Zeit verlieren. Und ab die Post. Feststellbremse lösen und weiter geht's. Natürlich noch den Gang einlegen. Darauf muss ja auch erstmal einer kommen.
Vielleicht nehmen wir... Ach nee. Ach nee, oder? Manfred, in zweifacher Ausführung. Cool. Hallo? Hallo? Hallöchen. Hallo. So, 53 fahren wir ab und genau dann fahren wir auch ab. Pünktlichkeit ist Tugend bei mir. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, warten wir noch eine halbe Minute, weil ich muss hier nämlich eine Meldung kriegen, dass ich abfahren kann vorher, wenn ich vorher abfahre. Ja, dann würde die Leitstelle mich anfangen und sagen, hör mal, Wagen 2803 zum Beispiel, wieso fährst du bitte schön so früh los oder so spät los? War ja meistens mal auf Sylt, war Ferien machen mit meinen Eltern, da war das ja halt wirklich so, da hat der Bus irgendwie 10 Minuten Verspätung gehabt und da hat die Leitstelle ihn angefunkt, den Busfahrer, wieso er denn so spät sei und so und tralala, also ja. Deswegen sollte man schon darauf achten, dass man pünktlich losfährt. Bitte abfahren. Alles klar. Nein, muss es da vorne jetzt? Oh, nee, ne? Warum muss es da vorne ausgerechnet, wenn wir jetzt wegfahren, rot werden? Naja. Uns kann es ja egal sein, weil wir sind pünktlich. Wir fahren auch nicht schnell, wir rasen auch nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe es, Solo-Busse zu fahren. Hab ich euch das schon mal gesagt? Hauptbahnhof. Ah, cool. Das wollte ich gerade sagen. Das ist so ein Kaffeezeichen. Würde ich sagen, Hauptbahnhof und Kaffeezeichen. Das ist doch eigentlich, wenn der Busfahrer Pause hat und oben auf der LED-Matrix Pause steht. Aber man kann nicht alles haben, sage ich immer. Nee, also ich finde, Solo-Busse lassen sich, wie ich finde, also ich bin übrigens noch nie einen echt gefahren. Solo-Busse, finde ich, lassen sich viel einfacher steuern als Gelenkbusse. Aber ich denke auch mal, es ist eine Gewöhnungssache. Also wenn ich mehr Gelenkbusse fahre in den Let's Plays zum Beispiel auch nochmal, dann wird es auch besser. Was mich übrigens auch gerade zu einem sehr, sehr guten Thema bringt, und zwar Busse und Linien bzw. Strecken in Omsi. Habt ihr da irgendeinen Wunsch, irgendeine Idee, was ich ja für Strecken-Let's Playen könnte in Omsi für euch, weil ich habe eine Hülle und Fülle an Strecken. Allerdings müsst ihr mir natürlich sagen, ja, welche wollt ihr? Weil damit ich auch dementsprechend Videos machen kann dazu. Ja, und der Blinker geht nicht automatisch zurück. Friedrich von Pfeifferweg. Aber wenigstens werden die Ansagen automatisch weitergeschaltet. Das ist auch ein ziemlich cooler Luxus. Es gibt nämlich noch einige Verkehrsbetriebe, die bis vor kurzem, also da wo ich jetzt zum Beispiel wohne, oder beziehungsweise da wo ich die Ausbildung gemacht habe, das sind ja auch schon mal 200 Kilometer weniger. Ja, ist keiner, ne? Kann ich also durchfahren. Beziehungsweise, was heißt 200 Kilometer weniger? Von meiner Arbeitsstelle bis zu dem Ort, wo ich eigentlich geboren bin, wohne... Universität. ...sind es etwa gute, ja, 200 Kilometer aufgerundet, circa. Oh, und Licht muss ich noch anmachen, natürlich. Und... Verkehrsunternehmen. Und nein, viele machen den Fehler und halten hier. Ist aber die Universität. Wir wollen zur Universität. Das ist die Universität. Jedenfalls hat das Verkehrsunternehmen, bei dem ich war, Hauptbahnhof West, Taubertsbergbahn, um mal nach B zu kommen. Ja. Sehr lange keine Ansagen in Bussen gehabt. Sie hatten nur Tafeln,
Und wenn es weiter geschaltet hat automatisch, das hat es wenigstens, gab es immer so ein Ding-Dong-Tum. Und dann wurden die Ansagen weitergeschaltet automatisch. Beziehungsweise der nächste Halt. Durchgesagt wurden die Ansagen, die Haltestellen meine ich, die Ansagen, genau. Meines Wissens nach noch nie. Aber ich kann mich da auch täuschen. Also ich weiß auch nicht, ob jeder Fahrt dabei. Von daher kann es schon mal sein. Jetzt müssen wir mal so, weil es so nah ranfahren, bis es A kommt. Jo, genau, das hat er uns nämlich registriert. Ich habe ihn jetzt auch immer wieder gefragt. Was heißt das A? Was könnte das heißen? Mysteriös. Vielleicht sind die Aliens da. Nein, jedenfalls habe ich es jetzt, oder ich hoffe es mal, dass es so ist, dass es heißt, dass ein Bus es genähert hat, der es registriert. Und wenn es grün wird, können wir endlich losfahren. Ja, wie gesagt, vor fast einem Jahr hat dann das Verkehrsbetriebsunternehmen endlich mal Anzeige, also richtig große, moderne, digitale Anzeigetafeln in die Busse integriert. Rechts ist ein Nachrichtenportal und links sind die Haltestellen angezeigt. Finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Konzept. Einsteigen bitte. Hallo. Guten Morgen. 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 Guten Morgen. Jetzt schauen wir nochmal. Gut, hinten können wir schließen. Hier auch. Und oh Wunder, wir sind nicht im Minus. Yay. Immer gucken, nicht, dass uns einer mal reinfährt. Das wäre nämlich nicht toll. Was soll man unserem Vorgesetzten sagen? Ja, und ich muss sagen, ich bin froh, dass das Verkehrsunternehmen jetzt endlich Ansagen hat. Ah, wunderbares Grün. Ja. Weil es wurde auch wirklich höchste Zeit. Also das war wirklich. Und ich muss auch sagen, die haben zwar 3-4 MAN-Busse und haben jetzt auch schon nicht mehr diese Fahrscheibe, sondern haben jetzt auch schon Magnetkarten überall die Fahrer selber, also endlich mal ein bisschen ein Fortschritt. Aber es ist natürlich immer noch, die Busse, also die setzen da zum Teil noch auf Busse oder die setzen noch Busse zum Teil da ein, muss ich auch mal gucken. Genau, gut. Die setzen auch zum Teil da Busse ein, die einfach richtig alt sind. Also den ältesten Bus, den ich da gesehen habe, der ist glaube ich, oh Gott, wie alt wird der sein? 40 Jahre. Also die werden bei uns schon längst ausrangiert. Die fahren da noch rum. Ich meine, okay, solange sie noch rumfahren können, finde ich es ja noch okay. Aber ich persönlich, wer mich kennt, ich stehe mehr auf die neuen Busse. Jetzt nicht auf den allerneuesten Citaro, sondern auf den Citaro aus dem Jahr 2003. Ich glaube, 1999 war es die erste Generation. Dann 2000, schlag mich tot, die zweite Generation, die ich jetzt hier glaube ich sogar fahre. Und die dritte kam irgendwie 2013. Aber steinigen mich jetzt wirklich nicht, wenn ich es nicht mehr weiß. Also ich hab wirklich nicht so viel Ahnung von Bussen. Ich versuche mir jetzt ein bisschen anzueignen. Auch durch eure treue Unterstützung und durch eure treue Hilfe natürlich auch. Guten Tag. Ah, danke dir. Sonst will keiner rein? Nein, dann halt. Hauptbahnhof, Endstelle. Er zeigt zwar HB, aber falsche Buslinie.
Nee, das Signal ist für die andere Strecke. Für die andere Route hoffe ich doch mal. Genau, hier wäre Hochheim. Oh, guckt euch mal das an. Da lieben sich zwei Busse. Ganz besonders. Oh je. Ein typischer Fall von, wir klatschen noch einfach mal etwas auf den Markt und dann gucken wir bei den Beta-Testern, bei den Kunden, wie es... Ich bin der Scheiße. Ja. Kommt, macht's besser. Seid froh, dass ihr so einen tollen, richtig super tollen Busfahrer habt. Genau, das wäre, meine ich, die Endstelle gewesen. So, und damit ist das Play auch schon wieder vorbei. Wenn ich jetzt hier ja wieder weiterschalten würde, seht ihr hier, dann stellt er jetzt automatisch Staudinger Weg. Dann stellt er jetzt automatisch weiter. Und von außen seht ihr, da steht auch hier Fachhochschule über Uni Campus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, genauso wie mir, es zu produzieren, und ich würde mich gerne über einen Daumen nach oben freuen, natürlich aber auch über ein Abo und über eine, ja, über einen sinnvollen, tollen Kommentar zu diesem Video. Kann sein, dass ich jetzt an der falschen Stelle stehe, aber hier steht bei mir Hauptbahnhof und keine Endstelle oder so, aber ihr könnt mir das Ganze wirklich noch in meine Kommentare schreiben, bin ich jetzt richtig gefahren oder nicht. Ja, das war's in diesem kleinen, schnuckligen Let's Play. Und ich abschließe mich für heute und sage gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Und verabschiede mich und sage ciao, bis zum nächsten Let's Play von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Tschüss.